Es passiert, die Zahlen sind rot wie Tomaten, Paris-Kapseln sind wieder 25 Cent und Leute, die das Game wirklich zocken, können sich wieder Knives organisieren, ohne direkt 1000 Euro hinlegen zu müssen. Der Markt korrigiert sich, meine Freunde. Nachdem wir nun seit mehr als einem halben Jahr gottlos in den Markt hineinpumpen, muss sich das ganze Zeug allmählich wieder entladen und das passiert gerade. Der Grund dafür ist bestimmt nicht nur ein einzelner, das Steam Deck ist wieder da, es ist November und CS2 hat mit seinem Release mehr als enttäuscht. Viele Investoren, die CS2 als Möglichkeit nutzen wollten, um ihr Geld aus dem Game herauszuziehen, haben das entweder gemacht oder schauen gerade zu, wie sich ihre Pläne in Luft auflösen. Jedenfalls temporär. Wie man die Situation jetzt bewertet, ist meiner Meinung nach rein subjektiv. Entweder heulen wir alle rum, weil unsere Inventare und Skins nicht mehr so viel wert sind, wie sie zu diesem lächerlichen Zeitpunkt von April bis zu ungefähr Mitte des Sommers waren, oder wir nehmen diese Situation als Möglichkeit wahr, nochmal ordentlich nachzulegen. Viele Türen haben sich wieder etwas geöffnet, die Paris-Kapseln sind wieder da, 25 Cent das Stück, Cases sind um einige Prozent wieder gesunken und naja, um ehrlich zu sein, alles ist um einige Prozent gesunken. Das ist praktisch der jährliche Counter-Strike-Market-Ausverkauf. Die Frage ist natürlich, ob sich das rentieren wird. Und meiner Meinung nach, ja natürlich. Restrisiko ist natürlich immer da und ich kann genauso wenig in die Zukunft schauen wie jeder andere auch. Aber wenn wir mal ganz kurz uns vor Augen halten, was wartet denn in der Zukunft auf uns und auf CS2? CS2 hat eine fantastische moderne Engine. Skins, Maps und Sticker haben so einen großen Buff für ihr Potenzial erhalten wie schon lange nicht mehr. Die Lenticular Sticker, die wir zum Ende der CSGO-Periode erst entdeckt haben, werden bald schon alte Kunst sein. Skins warten darauf, entdeckt zu werden, die wir uns bisher noch gar nicht vorstellen können. Operations, Events, Turniere, Updates. Leute, das Game läuft. Das sah vor 2 Monaten noch komplett anders aus. Auch wenn wir natürlich immer noch Probleme haben, die geklärt werden müssen, die bearbeitet werden müssen, ist das Game auf einem richtig guten Weg. Natürlich brauchen wir noch gutes Anti-Cheat, alte und neue Game-Modes und Maps. Das ist klar. Die Liste ist nicht leer, aber sie ist schon um einiges kürzer als zum Release von CS2. Wer mir also ernsthaft erzählen will, dass die Zukunft von Counter-Strike nicht rosa-rot aussieht, der hat wahrscheinlich genau die roten Tomaten auf den Augen, die gerade unsere roten Zahlen schreiben. Der Markt korrigiert sich, das ist gut. Die Leute, die investieren wollen, können das getrost tun. Die Leute, die das Game wirklich zocken und einfach Bock auf ein geiles Inventar haben, können sich das jetzt mehr leisten. Und beide Parteien können dann wieder zuschauen, wie sich der Markt erholt und wieder zu neuen Höhen steigt, die wir bisher noch nicht erreicht hatten. Das ist jedenfalls mein Standpunkt. Ich bin hier also alles andere als gestresst wegen Investments oder sonst was. Höhen und Tiefen gehören dazu, sonst könnten wir auch keinen Profit machen. Also seht der ganzen Situation nicht so engstirnig entgegen. Zu Weihnachten, zu einer neuen Operation, zum neuen Major im März oder spätestens zu dem Major in Shanghai. Das Game wird sich erholen, neue Aufmerksamkeit auf sich ziehen und der Markt wird wachsen, solange das Game das ebenfalls tut. Und die, die Angst haben, weil CS2 aktuell so viele Spieler verliert wie sonst noch nie, chillt. Das Game kam vor 2 Monaten raus, jeder hat es ausprobiert. Für neue Spieler war das Game faktisch nicht spielbar. Wir waren jetzt alle live dabei, wie ein Problem nach dem anderen angegangen wird. Und wenn das Game ready ist, werden die Spielerzahlen wieder steigen. Neue Spieler werden dem Spaß und der Hassliebe zu diesem Game verfallen und sich nach nichts anderem sehen wollen. Das wird schon alles gut gehen. Schnitt. Valve gibt jedem Spieler eine Dragonlore, der Markt stürzt ein, Leute verlieren ihre Häuser, Wohnungen, müssen aus ihrem Peugeot 206 CC leben, aber den Menschen geht es gut, weil Lord Gaben, unser Erlöser, für uns sorgt. Die Welt ist eine bessere. Auch eine Möglichkeit. Was ich damit sagen will, es ist eine Möglichkeit, um nachzulegen, ich tue das zum Beispiel, über meine genauen Investments, ich weiß nicht, die sind höchstwahrscheinlich ziemlich fragwürdig, deswegen würde ich die nicht empfehlen. Ich schwimme so ein bisschen gegen den Strom, würde ich mal sagen. Nachdem jetzt ja alle in Paris reingegangen sind, mache ich das nicht. Ich habe mir RMRs geholt. Vielleicht bin ich der Idiot, das kann gut sein. Aber für mich ist Paris einfach zu krass überlaufen. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt in dieser Phase auch noch irgendwann tatsächlich Paris-Kapseln holen oder direkt Sticker. Höchstwahrscheinlich schon, aber das ist jetzt nicht so meine erste Wahl gewesen. Ein paar RMR-Kapseln, ich bin auch Student, ich habe nicht so viel Kohle, aber die ich habe, die probiere ich dann doch irgendwie ein bisschen in CSGO. Oh Gott, ey, das waren Zeiten. Das bisschen Kohle, was ich habe, das probiere ich reinzustecken, auch wenn auf recht unorthodoxe Arten und Weisen. Neben den RMR-Kapseln habe ich mir ebenfalls Consumer Grades aus der Anubis Collection geholt, die sind gerade bei 15 Cent pro Stück in Factory New. Und wenn die auch nur ansatzweise den Werdegang verfolgen, wie die Collection namens Cobblestone, dann wird das früher oder später äußerst schmackhaft. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit ins Lande fließen. Und so lange bin ich jetzt einfach mal der Typ, der sich einfach RMR-Kapseln und Consumer Grades geholt hat. Mal gucken, wie es läuft. Abseits davon, Cases ist natürlich ein interessantes Thema. Wir haben die Snakebite Case und die Fracture Case, die als nächstes höchstwahrscheinlich aus dem Active Drop
Blockpool gezogen werden. Eine davon jedenfalls. Welche das genau sein wird, ist für uns unbekannt. Fracture und Snakebite Case ergeben nun mal am meisten Sinn, weil die am ältesten sind. Wobei selbst die Recoil Case inzwischen bei 30 Cent ist. Also, wenn ihr da auch reinlegen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und es ist jetzt halt so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Geschenk, aber bietet schon viel Potenzial. In beide Richtungen muss man fairerweise sagen, vielleicht ist auch einfach die Zeit vorbei. Ja, vielleicht werden wir uns alle in 3 Monaten schön mit iBuyPower Holos versorgen können, weil keiner mehr Bock darauf hat. Aber das glaube ich nun mal nicht. Ansonsten empfehle ich euch natürlich, euch selbst schlau zu machen, selbst zu recherchieren, Investments zu finden, die ihr auch selber geil findet. Weil bei mir zum Beispiel, ich finde dieses Paris-Investment einfach nicht geil. Ich habe da irgendwie nicht so Spaß dran, wenn sich alle auf den gleichen Hai stürzen, alle auf das gleiche Kuchenstück. Und ich meine, wir können uns die Zahlen anschauen. Von den Paris-Contender-Kapseln gibt es gerade 420.000 auf dem Markt. Wie gesagt, vielleicht bin ich der Idiot, der nicht da reingeht, sondern in RMRs und in Consumer-Grade-Skins. Aber das ist jetzt auch das Schöne, das muss ja auch jeder für sich selber rausfinden. Ich kann euch nur sagen, was ich gemacht habe. Und vor allem kann ich euch nicht die Empfehlung geben, das ebenfalls zu tun. Vor allem nicht blind. Ich bin einfach nur der Meinung und der Hoffnung. Eigentlich mehr Hoffnung als Meinung, dass das Anubis-Package irgendwann wieder rausgenommen wird. Und wenn das der Fall sein wird, wenn das eintritt, dann sind die Skins einfach auf einem guten Weg, ihre Preise zu vervielfachen. Und das ist so ein wenig die Idee dahinter gewesen. Außerdem RMRs, genau das gleiche. Die sehen in CS2 nicht mehr so scheiße aus wie ursprünglich in CSGO, meiner Meinung nach. Und irgendwann werden wir vielleicht auf die RMRs zurückschauen und feststellen, ey, in CS2, die sind gar nicht so blöd, wie wir das in CSGO noch festgestellt haben. Und vielleicht, eventuell, lande ich ja einen Treffer. Vielleicht schieße ich mir auch den übelsten Bock und keiner will die RMRs und ich werde dafür ausgelacht und gehänselt auf dem Schulhof dafür, dass ich mir RMR-Sticker geleistet habe. Wir werden sehen, wie es läuft. Das ist ja auch der Spaß daran. Nobody knows. Also vielleicht. Das ist jetzt auch so das Ding. Vielleicht weiß schon jeder, nur ich nicht. Vielleicht habe ich die Memo nicht bekommen. Aber damit soll es gewesen sein, meine Freunde. Wir gehen natürlich noch rein in die Case des Tages. Und zwar in eine Operation Wildfire Case. Natürlich ein großes Fest. Was denn sonst? Was soll es sonst anderes sein? Gesponsert von Blue Fire. Vielen Dank dafür. Er hat mir ebenfalls geschrieben, wenn es ein Knife werden sollte, soll ich ihn entlohnen. Das würde ich natürlich machen. Dementsprechend bin ich auch sehr offen für ein Knife. Ansonsten natürlich auch, wie sonst, für die Fuel Injector. Die Battlestar wäre schmerzhaft. Natürlich, bin ich ehrlich. Es ist sehr viel blau. Ändert sich auch nicht. Bleiben bei blau. Photic Zone, PP Bison in Statrack. Und Condition sieht schon ziemlich, ja, viel testet. Viel testet aus. Ich denke, es ist viel testet. Ach du Scheiße. Okay. Schmerzhaft. Und hier sehen wir nochmal zum Abschluss ganz kurz mein aktuelles Inventar. Ein paar, nicht viele. Wie gesagt, Student, Consumer Grades. Wobei ich da auch fairerweise sagen muss, die Anubis-Skins sehen einfach unfassbar krass aus. Ich meine, das Consumer Grade, der Revolver sieht besser aus als die Pinks aus der Bravo Collection. Also das ist schon hart. Das ist schon krass. Die AUG finde ich ebenfalls geil. Ich habe nur mal so nebenbei einfach so für 15 Cent einen neuen Play-Skin für die AUG. Also, das kann man schon machen. Natürlich auch USPS Desert Tactical, natürlich äußerst stark, finde ich einfach ein Banger. Vor allem natürlich in Kombination mit Leute wissen, was kommt. Was soll da anders sein? Einfach geile Skins. Anubis Package, Anubis Collection, mega stark. Auch schon im niedrigen Skin-Segment, muss man so fairerweise sagen. Damit allerdings, meine Freunde, natürlich einen wunderbaren Start in diesen Dienstag. Ganz viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Vor allem, wenn es mit Investment in Counter-Strike zu tun hat. Und ansonsten hören wir uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.